Okay. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von 7 Tage Poker. Ja, schau nicht so, es sind tatsächlich schon 35. Heute zu Gast bei uns im Studio Sascha Lalosch. Wir sind gerade drauf gekommen, dass wir uns schon ewig lange kennen. Ja, schon. Über 7 Jahre. Sascha ist Live-Spieler, einiges an Turniererfahrung, auch online ein bisschen. Auch online ein bisschen, ja. Lebt und arbeitet in Wien. Lebt und arbeitet in Wien, hauptsächlich. Als Pokerspieler. Als Pokerspieler. Okay. Und wie immer Arvid Klön von Poker Olymp in Berlin. Kommen wir zu Pokerstars oder wie wir es intern nennen, leicht gefüllte Sendezeit. Und zwar diesmal ist es in Monte Carlo im Süden Frankreichs. Arvid, Main Event hat begonnen, was ist los? Main Event läuft ganz gut, läuft nicht so gut wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr war das letzte Mal, dass dort ein EPT Grand Final ausgetragen wurde. Es wurde im letzten Jahr das Buy-in von 10.000 auf 5.000 Euro reduziert. Letztes Jahr hat das dann auch über 1.000 Spieler angezogen. Dieses Jahr waren es ein bisschen was weniger. 727 waren es am Ende. Genau. Es sind halt einfach mal so 30%, über 30% weniger. Also der große Befreiungsschlag bei den Spielerzahlen war jetzt Monte Carlo für die PSC-Events auch nicht, war aber auch ein bisschen so zu erwarten, weil Monte Carlo einfach nicht unbedingt die Location ist, die unglaublich viele Spieler anzieht, weil es schlicht und ergreifend viel zu teuer ist. Ich glaube, nichtsdestominder in Summe kann man das Event als einen Erfolg bezeichnen, wenn man alles drumherum betrachtet. Es laufen unglaublich viele Side-Events, die relativ viele Spieler anziehen. Wir haben mehrere gute deutsche Ergebnisse und die Zahlen summa summarum stimmen auch irgendwie. Es ist halt nur bei den ganz großen Events so, dass dort die Zahlen einfach stark rückläufig sind. Also 30% weniger im Main Event in dem großen High Roller, das ist ein 25k, was die letzten drei Tage während des Main Events parallel läuft, sind es auch deutlich weniger Spieler. Wir haben jetzt auf der Uhr 126 Entries, das könnten heute noch ein bisschen mehr werden. Letztes Jahr waren es aber 231. Also sieht man auch ein ganz, ganz deutlicher Trend bei diesen Turnieren. Es geht nach unten. Ja, ich glaube, es ist nicht das Ende der Welt. Das heißt vielleicht nur, dass man ein bisschen überdenken muss, sind diese Turniere Freeze-Out für ein relativ hohes Buy-in noch zeitgemäß. Was glaubst du, woran liegt es? Monte Carlo ist ja nicht erst seit diesem Jahr teuer. Das ist ja schon immer teuer gewesen. Warum glaubst du, es hat so einen Spielrückgang gegeben? Ich denke mal ganz einfach von der Änderung von EPT zu PSC. Was ja bis auf den Namen nicht viel zu tun hat. Nein, nichts, geht gar nicht um den Namen, aber wenn es schon offiziell so ist. Sondern das Buy-in wurde rückgesetzt, die Prozent, also die Payout-Struktur wurde verändert und es ist für die professionellen Pokerspieler nicht mehr so reizvoll wie noch damals, wo es viel mehr on top gab, mhm. wo auch das Min-Payout viel attraktiver war und somit lukrativer war. Ja, ich denke hauptsächlich geht es darum, denn die Location ist gleich geblieben, die Spieler mehr oder weniger sind auch gleich geblieben, es ist der Spielerpool hat sich nicht geändert. Aber es wird wohl hauptsächlich darum gehen. Denn Poker ist für Pokerspieler auf jeden Fall Leidenschaft, Hobby und Spaß, aber auch eine Art Geld zu verdienen. Oder der Hauptgrund ist, Geld zu verdienen bei dem Sport. Was ist deine Analyse? Ähnlich. Also es gab tatsächlich bezüglich der Payout-Struktur relativ viele Beschwerden von den professionellen Spielern. Das wurde halt jetzt auf 20% des Feldes angehoben. Min-Cash ist einfach ein Witz, so niedrig ist das für die meisten. Und das ist dann eben nicht mehr ganz so lukrativ. Und dazu kommt das Problem, dass einfach 5.000 Euro für die meisten Freizeitspieler eine echt happige Summe Geld ist. Und da muss man feststellen, dass andere Anbieter, Partypoker, es inzwischen irgendwie intelligenter machen, indem sie zwar auch 5.000 Euro Turniere haben, allerdings dazu extrem viele Feeder-Turniere anbieten. Und ja, also es ist so, PokerStars überlegt auch, also sie sehen die Zahlen und da sind auch Überlegungen, wie man da vorgehen kann, dass man das in Zukunft verbessert. Man will nicht bei den großen Events auf Re-Entries umsteigen. Das wäre das Einfachste, um einfach dann zu ermöglichen, dass man mehr Spieler hat. Das will man dediziert nicht tun, weil es soll halt diesen Freeze-Out-Charakter haben. Aber irgendwas müssen die sich, glaube ich, überlegen, dass man mehr Spieler irgendwie in diese Turniere reinbekommt. Sei es, dass man das Buy-in ein kleines bisschen runterschraubt oder etwas intelligentere Qualifikationsmöglichkeiten bietet. Aber ja, schauen wir mal, was da in den nächsten anderthalb Jahren passiert. Ich denke, wir werden da einige Veränderungen sehen. Ja. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, diskutiert mit und schreibt das unten in die Kommentare rein, woran ihr glaubt, dass es ein bisschen hapert an der
PokerStars-Serie im Gegensatz zu anderen, die durchaus funktionieren. Bleiben wir aber noch in Monte Carlo. Es gab durchaus erfreuliche Ergebnisse der deutschen Spieler. Oder der Ja, wenn man es. deutschsprachigen Spieler. Ja, aber tatsächlich vor allen Dingen die Deutschen sind es. Wenn man sich so die Liste anguckt, sind sehr, sehr viele schwarz-rot-goldene Fahnen dabei. Gleich die allerersten drei Turniere gingen an deutsche Spieler. Ole Schemian hat das Opening High Roller gewonnen, Andreas Klatt hat das National Championship gewonnen und Anton Morgenstern das erste Omaha-Turnier. Super Sache. Dann haben wir einen Spieler, den Namen habe ich noch nie gehört. Fabian Riebau-Schmidhals hat ein Omaha Turbo gewonnen. Stefan Schillhabe, der auch so lange Zeit im Main Event super dabei war, jetzt leider nicht mehr mit dabei ist, der hat vorher das Turbo 8 Max gewonnen. Und Philipp Grüssem hat das 25K High Roller gewonnen. Der erste Sieg Grüssems seit 2 Jahren, war auch in Monte Carlo damals. Super Sache. Und ja, Federholz darf natürlich nicht fehlen. Der hat natürlich auch wieder Ja. ein Turnier gewonnen. Der hat das 5000er Turbo gewonnen. Hyperturbo was? Genau. Aber er war ja auch Schottland. im Runner-up auch in Tuban, oder? Beim 25K? Run-up mit Sechster, Fünfter, sowas? Vierter. Ihr Vierter ist er Vierter. geworden. Beim welches Turnier war denn das? Das war das, was der Adrian Mateos am Ende gewonnen hatte. Das war das 50K, ein Tag 50 im war das. Highroller. Das war aber auch, also er hätte es eigentlich, hätte das fast gewonnen. Also als nur noch 4 Spieler übrig waren, war er um, ich glaube, so 60% aller Chips im Spiel All-In, war Favorit gegen Mateos und der hat sich auf dem River eine Straße gezogen. Bleiben wir doch in Monte Carlo. Bleiben wir beim Schöneren. Monte Carlo, Patrick Antonios, der wohnt ja dort in Monte Carlo, oder? Ja, Mit Gus gut. Hansen in einer WG? Nee, ich glaube mit Familie und Kind in Mit einer Familie, Wohnung. genau, mit Familie und Kinder oder Kind, weiß nicht, ob er mehrere hat. Seit circa 2 Jahren, glaube ich, schon wohnt er dort. Aber der hat jetzt was Besonderes vor. Ja, naja, er hat sich mit Poker News unterhalten und hatte da so fallen lassen, dass er ganz gerne in Monte Carlo gerne richtig pokern würde. Und er ist wohl in der späteren Phase der Entwicklung eines eigenen Poker-Room-Konzeptes. Also er möchte dort quasi so, wie es in Las Vegas Bobby's Room gibt, Antonios Room in Monte Carlo aufmachen. Ist wohl schon relativ weit gediehen, aber noch nicht so richtig ganz spruchreif. Also es ist noch nichts Offizielles, aber es kann sein, dass es innerhalb der nächsten Jahre in Monte Carlo quasi einen Patrick Antonios Poker-Room gibt, wo dann High-Stakes-Cash-Games ganz gepflegt gespielt werden. Es gibt ja, ich hörte mal eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich stimmt. Aber als ich in Monte Carlo war, hat mir irgendein Spieler erzählt, und zwar gibt es da bei der Formel 1 Strecke, bevor man diese Kurve, bevor man dann in den Tunnel reinfährt, da ist ein Hotel und die haben einen Pokerroom mit 4 Tischen drinnen und dort haben sie eine Time Collection von 200 € pro Spieler pro Stunde. Ja, Zwei aber wird er trotzdem das ist typisch abgeschmiert. Monte Carlo, einfach 200 € Time Collection, das ist das ja absurd. Stimmt, Du also. spielst ja viel in der Live-Szene in Wien. Was ist gerade? Cash Game ist momentan live ganz okay zum Spielen, sofern man die Rake schlägt, sofern man gut genug ist, um die Rake zu schlagen, oder um das Rake zu schlagen. Turnier kann man als Low-Mid-6-Grinder live kann man da schwer Fuß fassen. Also man muss schon gut runnen, um viele kleinere Turniere zu gewinnen, die sehr varianzlastig sind. Aber so mit High Stakes kann man durchaus live noch genug, eben bei allen PSCs und anderen Events. Party Poker hat sehr viele Eventserien jetzt, 888, da kann man auf jeden Fall noch viel Geld holen. Es scheint überhaupt so, dass sehr, sehr viele Online-Spieler, also gerade wenn du mit der Wiener Community redest, dass die immer mehr zum Live-Cash-Game Ja, greifen. ich denke auch, dass Live Cash Game so einen kleinen Boom gerade erlebt, seit einem Jahr vielleicht. Laut meiner Erfahrung, jetzt nicht bei den High Stakes Cash Game Runner, sondern generell so bei den Mid-Low-Mid-Stakes, natürlich bis zu High Stakes rauf auch. Es wird vermehrt Cash Game gespielt live, hätte ich das Gefühl und ich finde es auch gut. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema eigentlich, oder? Es gibt wieder Verträge. Und zwar hat Kevin Hart, so heißt er doch, oder? Kevin Hart ist offensichtlich ein US-Comedian, einen PokerStars-Vertrag bekommen. Wer ist dieser Kevin Hart eigentlich und warum bekommt er einen PokerStars-Vertrag?
Ich bin tatsächlich mal der Falsche, den du diese Frage stellen kannst. Ich muss gestehen, ich kannte diese Person bis vorgestern nicht. Ich habe mir das jetzt angeguckt, habe festgestellt, auch das, was er so bislang gemacht hat, hat sich meinem Kreis entzogen. Ist halt ein Stand-up-Comedian, der auch relativ viel in Fernsehserien und auch Filmen mitgewirkt hat. Unter anderem wohl in der Scary-Movie-Reihe war er mit dabei. Was haben wir noch? Gilbert Taylor, Central Intelligence. Sagt mir jetzt alles erstmal nichts, aber scheint wohl eine relativ große Persönlichkeit drüben in den USA zu sein. Es tut mir leid, dass ich den Film Der Knastcoach nicht gesehen habe. Der. Ja, klingt vielversprechend. Oder auch nicht. Jedenfalls ist der jetzt PokerStars Pro. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Idee dahinter ist. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass er zumindest eine bessere Wahl ist als die Fußballer, die man vorher hatte. Also Neymar und Ronaldo waren längere Zeit PokerStars Pro, sind sie jetzt nicht mehr. Und ich glaube, der Kevin Hart kann das ein bisschen eher nach außen tragen in der Rolle, in der er sonst so in seinem Leben steht. Wobei ich vermute mal, dass das am Ende auch Geld ist, was einfach so in den Sand gesetzt ist. Weil ich habe bislang noch nicht wirklich erlebt, dass bei diesen ganz großen Sponsoring-Verträgen wirklich viel passiert ist für Poker. Man hat halt ein Gesicht, was man dann auf Banner und auf irgendwelche Werbeunterlagen kleben kann. Inwieweit das hier in Europa hilft, ich weiß nicht, wie bekannt Kevin Hart hier ist. Ich glaube nicht allzu bekannt. Ich bin mir nicht sicher, wie sinnhaft das Ganze am Ende tatsächlich ist für Pokerstars. Aber irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht haben sie doch noch irgendwelche Pläne für den großen amerikanischen Markt. Er dürfte ein lieber Mensch sein, aber ich habe mir dieses PokerStars-Video angeschaut und wo er da mit dem Hubschrauber landet. Und ich finde den Typen einfach nur nervig. Wirklich. Wir einfach nur fürchterlich genervt. Wie denkst du über Testimonials im Ich Poker? sehe es genauso. Ich finde die ganzen Verträge mit Fußballprofis, so wie Ronaldo, Neymar Junior und auch eben jetzt mit einem berühmten Schauspieler, Stand-up-Comedian, meiner Meinung nach bringt sich das nicht viel in der Poker-Community. Ich denke auch, dass das rausgeschmissenes Geld ist. Ich denke nicht, dass er wirklich, ich weiß nicht, wie lange sie auch vorhaben, mit ihm zu arbeiten, aber dass er wirklich da Fuß fassen wird in der Pokerszene und sich dahinter Ach, setzt das glaube ich nicht. und sein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür sie sowas machen, denn so Werbung zu machen bringt sich nichts. Sie sollten eher Werbung machen, indem sie sagen, indem sie dem Pokerspiel entgegenkommen. Versucht jetzt PokerStars mit aller Gewalt jetzt wieder Spaß in den Poker-Bereich zurückzubringen, was John Dassey auf natürliche Art und Weise schafft. Kauft sich PokerStars jetzt Humor zu? Ja, ein bisschen so, genau so wirkt es. Ne? Ja. Wir müssen, Poker ist eigentlich ein Fun-Game und da müssen wir halt jemanden holen, der dann Spaß reinbringt. Ich sehe nicht, dass dieses Konzept wirklich aufgeht. Ich lasse mich überraschen, wenn der Typ in den nächsten Stand-up-Routinen, die er macht, relativ viele Pokerwitze reißt, dann Chapeau, nehme ich alles zurück, aber ich sehe noch nicht unbedingt, dass das passiert. Gut, es gibt aber genug, über das man sich lustig machen kann. Und sei es auch nur ein Vertrag für Kevin Hart bei PokerStars. Ja. Ein Vertrag, der absolut nachvollziehbar ist, und das haben wir jetzt auch wieder genau beim Unterschied zwischen Party Poker und PokerStars, weil Party Poker einen echten und wahrscheinlich einen zurzeit der besten Pokerspieler der Welt unter Vertrag genommen hat. Ja, den Dimitri Urbanovic haben sie sich gekrallt, und haben jetzt ein relativ respektables Line-up inzwischen in der Pro-Gruppe. Da ist also auch so ein Name, der ein bisschen mit Fragezeichen zu verstehen ist, Boris Becker dabei. Dann allerdings auch viele große. Johnny Lodden kam jetzt frisch dazu. Sam Trickett ist seit längerer Zeit Party Poker Pro. Mike Sexton seit Ewigkeiten dabei. Tony Dunst ist Party Poker Pro. Roberto Romanello. Also, das sind alles so Jackie Namen. Gläser. Genau, das sind Und alles relativ respektable Profispieler. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, was sie am Ende mit diesen ganzen Profis anfangen. Also klar, sie laufen dann mit dem Party-Poker-Badge rum, wo sie es dürfen. Bei den PSC-Turnieren dürfen sie es nicht. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, so viele Spieler zu verpflichten. Und das wirkt auch so ein bisschen so wie typisch Party-Poker. Wir machen das, was PokerStars vor ein paar Jahren gemacht hat, einfach nach. Oder wir machen das, was PokerStars jetzt gerade macht, im Kleinen nach. ja, aber sie ernten auf jeden Fall mehr Respekt dafür, Ja, was sie klar. machen, weil jetzt einen Kevin Hart unter Vertrag nehmen, da ist es
Ja. Ja, es wirkt ernsthafter, einen Urbanovic zu verpflichten als irgendeinen Comedian. Das stimmt wohl. Aber auch hier die Frage, was soll das? Was ist Ziel und Zweck der Übung? Das sehe ich auch nicht so ganz. Der Dimitri ist ein super Spieler, ja, auch einer der erfolgreichsten Spieler Hast du mal momentan. gespielt gegen ihn? Hat er bei einer, nein, habe ich noch nicht mit ihm am Tisch. Wir haben gleiche Turniere gespielt, aber nicht, ich war nicht mit ihm am Tisch. Hat auch das, was ihn ja bekannt gemacht hat, war ja, dass er bei der einen EPT 4 Siege gefeiert hat, innerhalb einer EPT, das hat ihn bekannt gemacht. Ja, sehr guter Spieler, keine Frage. Man kann mit ihm Werbung machen, aber was diese Hintergründe sind oder was man damit erreichen kann oder ob man das erreichen kann, was man will, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also die Leute, die man erreichen möchte, erreicht man dann Ja, mit das Ziel Dimitri ist, vielleicht dass du noch. Freizeitspieler anziehst. Also der Fokus so vor 7, 8 Jahren, als so dieser Profi-Boom war, war ja halt, wir möchten den Leuten suggerieren, dass es möglich ist, richtig erfolgreich beim Poker zu sein. Und auf unserer Seite sind die erfolgreichsten Spieler. Deswegen hat Full Tilt 100 Leuten zu Full Tilt Pros gemacht, die dann einfach suggeriert haben, okay, kommt zu Full Tilt, hier könnt ihr richtig erfolgreich sein. Genau, aber Das war wie? damals so das Motto. Und das ist jetzt halt überhaupt nicht mehr. Niemand. Genau, um das geht's. Das war damals so das Motto. Genau. Das Und das will braucht man jetzt niemand heutzutage mehr nicht mehr. probieren. Also jetzt geht es darum, kommt zu uns, bei uns habt ihr den meisten Spaß. Wozu man dann sich halt so eine ganze Riege von Pros halten muss, weiß ich nicht. Aber ja, ich meine, es ist Glaubst du es prinzipiell. vielleicht? Seht ihr es nämlich ein bisschen anders? Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Weil die eierlegende Wollmilchsau war ja immer das, dass versucht wurde, immer neue Spieler, die noch nie was mit Poker zu tun hatten, zurück mal reinzuholen in den ganzen Zirkus. Aber vielleicht schaut man auch eher darauf, dass der ganze Markt zurückgeht. Gibt es ja einen sehr, sehr großen Anteil an Menschen, die schon mal gespielt haben. Und dass sie vielleicht versucht, die halt früher sehr häufig gespielt haben, jetzt dann wieder zurückzuholen und jetzt einen Bullshit-Bingo ins Boot zu holen. Und die erreiche ich halt eher mit einem Urbanovic, der ernsthaft ist. Man denkt, okay, der möchte auch wieder mehr spielen als mit einem Kevin Hart. Ja, es ist aber eine sehr, sehr kleine Riege, die du da ansprichst. Naja, alle, die früher gespielt haben, wenn der Markt um 50% zurückgegangen ist, dann haben wir ein Potenzial von 50%. Naja, gut, das ist die meisten Leute, die Poker den Rücken gewandt haben, die bleiben auch dann mehr oder weniger langfristig fern. Ja, aber vielleicht geht es genau um die zurückzuholen, wieder zu interessieren für Poker. Also Wie, das wäre dann, mein ja, Ansatz. aber wie mit einem Vertrag, mit dem, den man zeigt, dass man einem professionellen Pokerspieler, einen sehr erfolgreichen Pokerspieler, einen Vertrag gegeben hat bei Party Poker. Naja, es geht vielleicht darum, ein sehr lieber Freund von mir, der hat früher sehr viel die Cups gespielt und hat auch EPTs gespielt, der ist nach Barcelona gefahren und so und hat irgendwann einmal gesagt, nein, er möchte sich beruflich einfach fokussieren drauf und hat mit dem Poker vollkommen aufgehört. Und der schaut sich halt jetzt regelmäßig 7 Tage Poker an, ja, weil wir halt befreundet sind auch und auch weil es ihn halt nach wie vor interessiert. Und es geht halt genau um ihn und er kriegt jetzt wieder so das Gefühl, mal wenn ich mir das so anschaue oder wenn ich das so liest, dann habe ich das Gefühl, schon wieder mal zu spielen. Ich habe wieder Bock, einmal ein Aber dann Turnier macht zu die spielen. Serie, die Sendung gibt mir Bock Aber es geht ja um diese und nicht. Zielgruppe. Ja, aber Es geht genau um diese aber siehst du, Zielgruppe, damit dass kriegst du man. sie mit der Sendung, kriegst du sie rein, aber nicht mit dem Titel Dimitri Urbanovic kriegt einen Vertrag bei Party Poker. Das ist eben die Oder, Frage. ja, ich denke eher, dass deine Sendung ihm Das Bock dazu ist sehr lieb macht. von dir. Gut, was ganz, ganz Tolles, was passiert ist, nämlich in die California. Ach du Scheiße, jetzt kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Alle, California bitte State hilf mir. Championship, ja. Also, wir hatten das schon mal erwähnt, ein Turnier, was in Kalifornien stattgefunden hat, mit einem ganz besonderen Haken dran, nämlich man durfte keine elektronischen Geräte, keine Hoodies, keine Sonnenbrillen mit an den Tisch bringen. Waren 350-Dollar-Turnier, es waren 100.000 Dollar garantiert, schon ganz ordentlich. Das Turnier hat jetzt stattgefunden, es waren am Ende 511 Entries dabei, heißt der Preispool wurde deutlich gesprengt, 153.000 wurden ausgespielt und das Turnier war wohl summa summarum ein voller Erfolg. Viele Spieler waren mehr oder weniger begeistert davon, dass man dort quasi jetzt sich am Tisch unterhalten konnte, ohne dass irgendjemand Musik gehört Musste. oder auf seinem Telefon. Ja, kannst immer noch still in der Ecke sitzen, aber angeblich haben mehr Konversationen stattgefunden. Es war eine etwas lebendigere Atmosphäre.
Einer der Spieler hatte angemerkt, das Durchschnittsalter war wohl über 40 Jahre. Also man hat vor allen Dingen die jüngeren Spieler durch diese Maßnahme vergrault, was dann vermutlich auch das Turnier etwas leichter gemacht hat, weil ein jüngerer Spieler prinzipiell eher besser ist als ein älterer Spieler. Ja, der Matt Savage, Turnierdirektor bei diesem Turnier, hatte auch angekündigt, man wird dieses Experiment in irgendeiner Art und Weise wiederholen. Wann und wie ist noch nicht ganz klar. Möglicherweise bei der nächsten LAPC. Ja, muss man sehen, was da passiert. Ich finde so ein Vintage-Tournament eigentlich recht lustig. Oder ist das Retro? Ich weiß jetzt nicht. Das ist bescheuert. Ich halte davon Nein, ich nichts. finde das schön. Noch Ja, einmal, ja. das haben wir das letzte Mal schon besprochen, ich finde das schön, dass die Leute sich zusammensetzen und reden können. Ja, dass du so eine Hipster-Sachen schön findest, das wundert mich jetzt gar nicht. Ja. Okay, jede Menge elektronische Geräte braucht man und darf man auch verwenden bei der Scoop. Die Ja. jetzt. Hat die nicht schon angefangen? Nein. Ja. Also Ja? tatsächlich, technisch hat sie schon angefangen, das Event 1, da laufen die Phase-1-Turniere seit Ja, gut, ja. Ich Anfang bin dieses vorbereitet. Monats. Ja, gut. Aber das richtig los geht's am Sonntag und Genau. es geht nicht nur die Scoop los, sondern parallel auch das Powerfest auf Party Poker und das XL Inferno auf 888. Okay, ja. Winamax hat sich diesmal ausgeklinkt, die machen nichts, also zumindest habe ich nichts gefunden. In Summe haben wir über 600 Turniere und eine Garantie von über 80 Millionen Dollar Preisgeld. Gab es noch nie. Das wird definitiv der Monat oder die 2 Wochen mit der größten Preisgeldgarantie und den größten Turnieren, die es jemals online gegeben hat. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas 2017 noch passiert, aber ja, das werden jetzt 2 richtig heiße Wochen. Wir haben insgesamt 27 Turniere mit einer siebenstelligen Garantie, also 1 Million oder mehr. Das ist schon richtig viel. Und der richtig heiße Tag wird der 21. Mai. Das ist der letzte Tag, da stehen sämtliche Main Events auf dem Programm, insgesamt 5 Stück. Und allein an diesem Tag werden 26,5 Millionen Dollar garantiert. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Und ja, Scoop Poker Stars ist die größte Serie. Mein Tipp ist auch auf Party Poker mitzocken, weil Party Poker hat sich, glaube ich, mal wieder mit den Garantien ein bisschen übernommen. Da dürften einige Turniere ein paar Overlays haben. Also das lohnt sich, glaube ich, am ehesten da mal reinzuschauen. Aber auch die Sachen auf 888 sind durchaus nicht uninteressant, weil, glaube ich, da die Spielerqualität noch mit am schlechtesten ist. Welchen Tipp für die Scoop oder für diese Zeit würdest du mir geben? Spiel keine großen Turniere. Lass dir aus, die Felder sind zu stark für dich. Schau, dass du dich billig reinsettelitest und spiel die Low-Buy-Ins mit High Guaranteed. Okay. Soll ich Und eher versuch alle aggressiv Seiten, spielen auf oder jeden soll ich Fall da auch eher. ADT und Party Poker auch. Und Da wie soll ich es sind, da ist anlegen? noch. Wie soll ich es anlegen? Eher so Das aggro oder. kann ich dir nicht in so kurzer Zeit. Ich kann dir nicht Pokern in einer Woche beibringen. Was heißt in einer Woche? Wir haben genau nur 10 Minuten. Ja, das geht dann schon gar nicht. Heidmann konnte das bei seinen Ich kann es dir. Promis. Pick deine Karten ab mit dem Zettel und spiel nach Gefühl. Das mache ich immer so, da brauche ich nicht viel abbiegen. Ich glaube, damit könntest du mehr machen, als wenn du die Karten siehst. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, es gab ganz, ganz früher zu Urzeiten auf Partypoker Sit and Goes für 5 plus 1 Dollar. Und das war eine valide Taktik bei diesen Sit and Goes, einfach nur Sit-Out zu machen. Damit hat man oft genug den dritten Platz erreicht, um mit Gewinn zu spielen. Cool, man muss gar nicht anwesend sein. Die gute alte Zeit, und da sind wir wieder bei Vintage Poker. Ich sage, das setzt sich noch durch. Ich sage dir, das setzt sich noch durch. So, meine Ja. liebe Freunde, das war's jetzt. Hat Spaß gemacht. Ich danke euch einmal fürs Zusehen. Bitte liken und teilen, kommentiert, diskutiert mit, gebt euren Senf dazu, so wie es der Arvid in Berlin vom Poker Olymp immer macht. Ich danke dir. Und natürlich Sascha Lalosch Danke für die Einladung und von ja, Wien. von Wien natürlich, aus Wien, von Wien, in Wien. Und nächste Woche, ich bin drauf und dran, ein Interview mit Fedor Holz zu bekommen. Ja, viel Und Erfolg dabei. was, ja, arbeite ich dran. Und was auch noch ist, ja, denn der